Gibt es ja eigentlich noch ein Buch oder nur das Artefakt? Nee, nur das Artefakt. Oh, Standbild. Das ist im schlechtesten Moment. Oh, wer weiß, wo ich jetzt rauskomme. Ey, das geht mir jetzt richtig auf den Keks gerade mit dem Standbild. Wenn wir irgendwelche Kampfsituationen haben, das ist für sehr schlecht. Vielleicht, warte mal. WLAN. Außenposten. Ach, bitte, der verbinde dich und ich brauche jetzt nicht das WLAN-Passwort. Toll. Die Segelstellung. Ja. Mal gucken. Sind wir aufgelaufen? Ja, weil jemand das Segel nicht hochgemacht hat, nachdem wir den Anker runtergemacht haben. Ich hab gesagt, ich gucke kurz wegen dem WLAN. Ja, ich weiß. Ja, wir hätten das Segel ja hochmachen können, bevor wir den Anker gelöst haben. Wo wir jetzt hin müssen, steht im Buch drin, ne? Dass der Insel ist eingekreist. Das ist richtig. Genau die Insel. Der Außenposten? Ja. Haben wir den rum mitgenommen? Nee, ich hab versucht, das Artefakt zu retten, als die Geysire ausgebrochen sind. Ich glaube, den rum mussten wir beim Aurora's Peak abgeben, da wo wir jetzt hin müssen. Ich habe nicht geguckt, wo der hin muss. Ist doch mal neu, dass man zu einem Außenposten muss. Ach so, das ist ein Ausgangspunkt, der Außenposten A. Okay, ich verstehe. Das einzige Schöne ist wenigstens, dass meine FPS und mein Ping die ungefähr die gleiche Zahl haben. Ach, man sieht mal wenigstens so mal was. Steigen Sie mit ein.
So. Boah, wir haben sogar ein bisschen Loot. Bin mal gespannt, wie viel dieses Ding hier bringt. Ich sage 1500. Was sind eure Schätzungen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen weniger. Dann sag ich mehr. Dann sag ich 500. Okay, eine Zahl. Ich sag 2000. Okay, 500, 1500, also 500 Erik, 2000 Grog und 1,5 ich. Und jetzt so 50. 1. Minus 1 wird einfach weniger von dem Konto. Ist dreckig, muss ich selber putzen, ich bezahle das nicht. Ja, hat schon jemand benutzt. Arsch drin. Ja. Hat schon jemand benutzt. Für was denn, wenn ich fragen darf? Ja, ist Asche drin, für was wohl? Aschebecher. Okay, das war nicht das, woran ich gedacht habe, aber okay. Erstmal die Kippen drin ausdrücken. Ja. Oh. So. Ich habe gar nicht geguckt, ob Para mir geantwortet hat. Jetzt ist Unicorn. Das ist wiederum auch richtig. Gucken, ob wir das bei den Herrschern da verkaufen können. Das Artefakt. Warum nicht? So. Könnte der NPC bei mir mal bitte spawnen? Danke. Knapp 500. Ja, das war nicht das Asche-Ding. Das war nicht das Asche, das war aber ein Schädel. Ich dachte. Okay, mal gucken. Aber noch weniger sogar. Toll. Hat sich ja richtig gelohnt. ...231 ist ja lächerlich. So, wir sind am Außenposten, müssen wir hier ein Techtelmechtel mit der Laterne machen. Ja, hier ist nichts. Also müssen wir gucken. Ich gehe mal auf das Ding hoch und gucke mal in die Ferne, ob man da was sieht. Gibt's denn hier ein Buch? Nein. Okay. Also ich habe bisher hier noch nichts entdecken können. Aber wir sind auf einem der vier, wo wir hin sollten. Also, wenn das im Buch angezeigt wird, wird das hier wohl richtig sein. Ja. Muss man hier vielleicht hier runter? Ja. Wir zurück auf dem Schiff. Segel in die Nähe der Insel, um das Erscheinen der Ashen Dragon auszulösen. Erik meint, du hast sogar hier gesagt? Nein, ich habe gerade gesehen, es gibt ein Buch, aber das ist nicht hier, das ist woanders. Das ist bei Flintlock. Naja, weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, ne, wo man landen kann. Ja.
Wenn die Schiffe nicht immer gleich fahren. Aber ich sehe in der Nähe irgendwie kein Geisterschiff übrigens. Ich sehe auch kein Geisterschiff, deswegen bin ich extra auf den Turm hochgeklettert. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, das ich habe der Karte geguckt, das sieht genauso aus. Mit dem, was im Buch abgebildet ist, das passt. Ja, das ist Morris Peak, ganz sicher, das ist Morris Peak. Dann müssen wir ja irgendwas falsch machen, oder ist das wirklich ein falscher Ort? Das ist Morris Peak. Warte mal. Geh nochmal gucken, weil. Kann ja nicht sein, oder? Es ist. Eigentlich müssten wir jetzt auf Horizont ein Geisterschiff irgendwo sehen können. Ja, 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 die Ashen Dragon, oder nicht? Ja. Oder vielleicht mal ein bisschen rumrum fahren und die Laterne hochhalten? Möglich. Da, 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 richtig, ich sehe es jetzt. Ah, da. Gut, nein, nochmal Glück gehabt. Dreh. Dreh dich, bei den ersten zwei Durchgängen, was man alles so an Büchern und Artefakten mitgenommen kriegen, und beim dritten Mal fahren wir den Rest ab. Hört sich nach einem Plan an. Aber ich hatte jetzt so bis jetzt so kein Standbild mehr übrigens. Das ist schön. Nochmal hier einmal. Auf dessen, dass das hoffentlich so bleibt. Du, Erik, meintest, das neue Säbel, Endermesser, whatever, leuchtet? Schon gesehen, wie das aussieht. Hab ich das? Ja, wir klauen ihm einfach sein Schwert. Das ist ja das Schwert, mit dem er die Schädel aufgeschnitten hat. Ja, aber das ist ja so auf hier Phantombasis. Ja. Ja, denkt die Phantombasis weg. Wow. So mit Leuchten verstehe ich halt zum Beispiel so wie mein Outfit oder den Fluch, den wir haben.
Ich weiß es nicht. Das leuchtet. Ja. Ja. Bitte biegen Sie rechts ab. Auf die Sonnenallee. Das ist aber ein Lied, das habe ich nicht. Sagt. Nice. Fly oder wie heißt das? Okay. Mit der Zahl. Nein, nicht trinken. Wenn wir jetzt auf Flintrock Peninsula zufahren, ist da ein. Das Musikschiff, ey. Boah, jetzt geht's aber los hier. Ich find's schön grau, wie du deine Trommel wirklich in der Brust hältst. Schön. Ah. Ja, 1812. 1812? Also bei 18. mir ist es 23 und 20. 1812. Ey, Grauch. Du machst ja ein bisschen Konkurrent von Suskan, ey. Wenn das so weitergeht, bist du bald sein Erzrival. Weil wie heißt es hier, sein Nemesis? Ja. Ich komme ja auch aus dem Erzgebirge. Okay. Flintlock Peninsula. Auf dieser Insel gibt's einen. Ist das nicht eigentlich Flameheart's Schiff? Eigentlich, ja, ne, wir werden ja glaube ich. Ja. Die Ashen Dragon, das ist so sein Schiff. Ja. Nordseite der Insel in der Nähe des Leuchtfeuers. Ja, das glaube ich Flameheart's Schiff. Der Flameheart. Der hat ja sehr großes Comeback. So, Anker. Wäre schön, wenn man da an Bord gehen könnte. Kann man drauf schießen? Nee, ich glaube nicht. Es hätte mich auch gewundert. Schade. Blöd, wenn sie zurückgeschossen hätten. Wir fahren auf einmal los. Ja. Hier schleppen sie den Sarg. Ja, das ist doch Flameheart hier, oder? Nee, oder? Nee, oder? Das ist alles ein anderes Skelett. Wie heißt denn der? Also es ist einer von seinen Untertanen. Ja. Oh, hier sind Fufburen. Ah, Fufburen. Ah, hier schleppen sie nochmal einen Sarg. Musik setzt wieder ein. Ah, noch mehr Fufburen. Hier rennt. Okay. Hier ist der Sarg von Flameheart. Also in echt halt. Ja, der hier ist ja weggeholt worden. Au. Kommst du denn her? Ach du, der nur. Der macht das jetzt auf. Kann ich auch, Quatsch. Oh,
Okay. Ja, hier ist der, das ist der Sarg. Die nehmen die Herrscher doch bestimmt auch. Öffnen. Oh ja, man kann ihn öffnen. Flamehard. Das ist jetzt Flamehard. Es war ein Schädel nehmen. Was ist denn tut? Ja, den kann ich nicht mitnehmen. Eigentlich schon brutal. Sarg geöffnet, Schädel genommen, Hut wegnehmen. Aber guck mal, wie der hier drin liegt. Mit dem... Er hat ihm die Füße abgeschnitten. So würde ich nicht die Ewigkeit verbringen wollen. Das heißt, das nicht gepasst hat. Ich finde es schön, der Schädel hat noch Bart. Ja. Also, was er muss man den Schädel jetzt an Dingens abgeben? Ja, steht bestimmt wieder irgendwo, ne? Können wir auch wieder was das Buch holen oder was? Ah, ne, erstmal. Erstmal prügeln. Die Maden entfernen. Naldara. Achtung, wie gruselig. So direkt hinter Erik. Antiker Schädel. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich beendet ist, wenn wir dem den Schädel geben. Weil? Wegen dem Buch, was hier drauf sonst ist. Ja, wollen wir es erst so suchen? Wenn es beendet ist. Weg. Ja, dann suchen wir noch. Nordseite der Insel in der Nähe des Leuchtfeuers. Vom Leuchtfeuer aus nach Süden gucken auf die Vorratsfässer. Die Nordseite ist natürlich auf der anderen Seite. Ah, hier ist nochmal ein Phantom. Das Leuchtfeuer. Ach, ist es das? Nee. Nee, bin bei mir. Hab's. Hab ich gerade noch gesehen. War ich ja quasi fast da. Oh, hier ist noch ein Schatz. Eine aschgraue Truhe des Seefaches. So, wo ist jetzt der Graurück nochmal? Ich hab den ja gerade hier nur so aufblitzen sehen mit seinem Namen. Hallo. Hier auf dem Stuhl. Ah. Was? Der Hocker gefunden. Achso, ja, Hocker, der wichtigste Schatz für Erik. Ja, der bringt Geld. Nee, hauptsächlich nimmt man den mit zum Sitzen. Ja, und wenn man ihn nicht mehr braucht, gibt er 81 Minus. Ganze 81? Also letztes Mal gebraucht. Vor allem hier sagt er auch noch die ganze Zeit, ah, noch ein Schädel. Weiß er gar nicht, dass es Flameheart Schädel ist? Oder wird das gleich revealed?
Also da? Ja. Ist ja nicht so, dass wir das dann noch zweimal angucken können, aber. Whoever this poor soul may be, the Ashen Dragon went to great lengths to hide them away. Stand back, and I'll release them from their prison. Oh, der leuchtet rot. Oh. In folds of midnight water's side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's order.